als der Vater von deinem Vater noch am Atmen war. Und noch früher, erzähl mir von der Menschheit, alles das, was früher war, bis hin zu dieser Endzeit. Gut, mein Sohn, ich schätze dein Interesse, doch lass mich ehrlich sein, ich lese keine Kindertexte. Es brennt mir auf der Seele, dir alles zu berichten, auch wenn du manchmal nicht begreifst, es sind wahre Geschichten. Evolution als schlichte Entwicklung, genetisch wie sozial. Ich rede von kulturellem Fortschritt, wie auch Ethik und Moral. Ich beginne in der frühen Zeit, als es noch keine Städte gab und unsere Vorfahren draußen lebten, egal wie grad das Wetter war. Der Unterschied zwischen einem guten oder schlechten Tag, ob sie froren oder es etwas zu essen gab. Es gab noch nichts zu kaufen, sie zogen durchs Land, sammelten Pilze und Früchte und jagten so mit der Hand. Später zogen sie Vorteile durch den bloßen Verstand, hatten Speere und mit Pfeilen ihren Bogen gespannt. Wussten auch, wie aus Stein und Holz ein kleines Feuer werden kann, durch das man im Dunkeln sehen und sich daran wärmen kann. Theoretisch hatten Kinder damals auch schon einen Lehrplan. Ihre Eltern zeigten ihnen schnell, wofür sie lang gelernt haben. Und so ging es immer weiter, Jahrzehnte und Jahrhunderte. Die Jungen sahen als ganz normal, was ihre Eltern wunderte. Die Gruppen schlossen sich zusammen zu größeren Gemeinschaften, denn viele schaffen mehr als andere allein schaffen. Organisation, jeder hat sein Fachgebiet, vom Bauer bis zum Viehzüchter, vom Jäger bis zum Waffenschmied. Das Leben wird leichter, Menschen passen sich an, immer mehr kommen zusammen, Städte wachsen heran. Irgendwann braucht man mehr Platz, um sich weiter auszudehnen, um sich mehr von dem zu holen, was man halt so braucht zum Leben. Also ziehen Abgesandte durch die Steppe, treffen schon bald auf andere Menschen, sehen andere Städte, sehen, was sie mehr haben. Und sie wollen mehr haben, für sich selbst und für die Gruppe. Sie haben Angst zu versagen, also holen sie sich, was die anderen ihnen nicht geben wollten, weil die genauso gerne leben wollten. Man sah sich überlegen und so kam es zu kämpfen. Es waren andere Menschen, doch man sah Differenzen. Im Lauf der Zeit wurden aus Städten große Länder. Die Erde wurde seitdem praktisch grenzenlos verändert. Immer mehr Konflikte, weil der Machthunger wächst. Der Rassenkomplex macht die Sache komplett. Der menschliche Verstand zog die Grenzen durch das Land. Im Freiluftgefängnis waren wir längst schon angelangt. Bald schon kamen wir übers Meer an entlegene Orte. Beuteten diese so sehr aus, als fehlen mir jegliche Worte. Bauten Straßen und Brücken, um das Gas durchzudrücken. Geschwindigkeit ist wichtig, um den großen Markt zu beglücken. Yeah. Alles wird schneller und schneller durch Habgier. Klauen reiche Männer sogar Penner an den Teller. Wir wachsen auf in dem Bewusstsein, dass wir sein können, was wir wollen. Doch sie wollen, dass wir sein wollen, was wir sollen. Die Medien brauchen Industrie und Industrie die Konsumenten. Konkludentes Denken, Konkurrenten auf den Kontinenten. Kontingente populärer Werbeträger. Konsequenz ist Kontenfetten, nur noch an Erfolg zu denken. Weil Erfolg bringt Geld und Geld bringt Kaufkraft. Doch man will immer haben, was ein anderer gerade auch hat. Aus Selbstdarstellung mit Selbstentstellung. Viele hängen sich und bringen den Galgen selbst in Stellung. Sind der Virus im System, das wir selbst einmal entworfen hatten. Bringen das Schiff zum Kentern und rennen dann von Bord wie Ratten. Massenindustrie versprechen massig zu verdienen. Rauschen auf Amphetamin in den Abgrund wie Lawinen. Menschen sind Planetenkrebs, befallen und zerstören Zellen, bis es dann zum nächsten geht. Bis wir irgendwann zerschellen, wir fliegen an Carbongrills. Ich zeichne das Phantombild vom riesigen Atompilz. Yeah, Isanthropie, Misanthropie. Yeah, Isanthropie, Misanthropie. Isanthropie, Misanthropie. Yeah, Isanthropie, Misanthropie. What?